Willkommen bei einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team. Und ich habe Messi gezogen. Ich habe Team of the Season Messi gezogen. Ja, in der letzten Folge, ne? Wer es noch nicht gesehen hat, der muss sich das nochmal angucken. Ich habe den Boy gezogen hier. Der war im Pack drinne. Der Wahnsinn. Ich freue mich immer noch. Ihr seht es. Ja, ich habe es so versprochen. Mit einem breiten Grinsen werde ich auch diese Folge eröffnen. Und es ist der Fall. Ja. Unglaublich. Es ist jetzt schon ein paar Tage her, ne? Aber ich kann es immer noch nicht wirklich fassen. Ey, krass, ich guck mir den gerade wieder an und so, nee, ich habe den ernsthaft gezogen. Wahnsinn. Das war echt ein Ding. So, ja, habe inzwischen ein paar Spiele mit ihm gemacht, die habt ihr nicht gesehen. Ja, lag daran, dass ich ihn einfach mal spielen wollte, habe dann den normalen Goldpokal gespielt. Aber ich habe jetzt auch gar nicht so viele Spiele mit ihm gemacht, denn, da gehen wir mal zurück, gibt ja gerade zwei ganz interessante, sogar eigentlich eher gesagt vier interessante Pokale, nämlich diese ganzen hier Pokale zum Team of the Season. Einmal für den Ligue 1 TOTS-Pokal und einmal für die Serie A TOTS-Pokal. Gibt es dann jeweils wieder dieses Set, wo ich Messi gezogen habe. Und dann auch noch das ganze Offline gegen die CPU. Und das habe ich beides hier schon gewonnen. Das heißt, ich bereite quasi gerade das nächste kranke Pack-Opening vor. Ne? Dann wird es vier von diesen Sets geben. Ja, und dann müssen wir mal gucken, was dann alles in den Packs drin ist. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht, was als nächstes kommt. So, also die beiden habe ich gewonnen gegen die CPU. Und dann steht natürlich jetzt noch aus, dass ich das Ganze online gewinne. Und da stehe ich jeweils bei beiden Pokalen in den Finalspielen. Ich gehe mal, bevor wir hier so anfangen, um das zu zeigen, gehe ich nochmal ganz kurz auf die Teams. Denn ich habe mir wirklich so ein paar, zwei Teams zusammengekrüppelt. So kann man das wirklich sagen. Ich habe ja das letzte Mal noch neben diesen zwei 50.000er Packs, habe ich ja noch zwei Jumbo Packs aufgemacht. Und dadurch hatte ich dann kaum noch Münzen und dann dachte ich so, ja kacke, jetzt habe ich ja kaum Münzen, um die Teams zu bauen. Ich habe mir da, wie gesagt, wirklich ordentlich was zusammengekrüppelt hier, zusammengeschustert aus den Resten, die ich mir leisten konnte. Das Team geht eigentlich noch so einigermaßen. Ne? Eigentlich hatte ich hier geplant, dass ich hier Pogba hinstelle. Hier sollte der Cater von Lazio Rom sein und da Cuadrado. Hat jetzt nicht ganz gereicht. Aber ich habe es trotzdem geschafft, den CPU-Pokal zu gewinnen und auch mich ins Finale zu spielen, direkt im ersten Versuch. Also schon mal ganz ordentlich, liegt vor allem hier an Dumbia. 9 Spiele, 15 Tore. Läuft. Ich merke gerade, ich muss mal ein bisschen den Ton leiser machen vor meinem Fernseher. Hab den doch an. Und jetzt zeige ich nochmal das Ligue 1 Team. Das ist deutlich schlechter, weil das habe ich, wie habe ich es gemacht? Ich habe zuerst das Serie A Team gebaut. Alles, was ich an Münzen hatte. Und habe dann, ja, CPU gespielt. Dann gegen Online habe ich dann gespielt. Und danach habe ich mir aus den Münzen, die ich in diesem Zeitraum erspielt habe, das Ligue 1 Team zusammengebaut. Und das ist wirklich dann gerade so wirklich hingekommen, weil dann spiele ich auch so ein Origi auf dem linken Flügel. Den habe ich nämlich in einem Pack gezogen. Also ich bin hier Erstbesitzer. In so einem Free Pack hatte ich den gezogen. Und ja, solche Spieler, ich hätte echt dann nicht Origi gespielt, aber ich hatte echt keine Münzen. Aber das war das Team, was ich dann jetzt hier gebaut habe. Mit Sirigu, Nkulu, David Luiz, Verratti, Matuidi. Ich habe bei den Außenverteidigern gespart. Eigentlich hätte ich hier, glaube ich, den Bedimo gespielt und rechts hätte ich eigentlich Aurier gespielt. Naja, und so sind so zwei Teams zusammengekommen, die nicht wirklich toll sind, nicht wirklich kreativ. Beides im 4-2-3-1, aber es läuft. Ich habe kein Spiel mit denen verloren, außer einmal habe ich einen Disconnect gegen die CPU bekommen, als ich 5-0 vorne lag. Das war ein bisschen unnötig. So, aber jetzt habe ich ja schon einiges erklärt, einiges erzählt. Ist auch klar, was wir jetzt in dieser Folge machen. Wir werden den Serie A-Pokal probieren zu gewinnen. Ich bin wirklich sehr gespannt, weil eigentlich sollten meine Teams nicht so konkurrenzfähig sein. Ich habe es hier mit einem 4-3 geschafft, mit einem 3-0 und dann mit einem 2-1. Jetzt stehe ich im Finale und da muss ich natürlich das Team wechseln, weil mit dem Team kann ich nicht spielen. Mit dem Team kann ich es spielen. Und, yo. Ja, also das ist wirklich hier... Hier Nagatomo. Eigentlich wollte ich nämlich die Münzen, die ich dann gewinne, bei dem CPU-Ding, hier reinstecken, damit ich mir hier nicht Nagatomo, sondern, ah genau, Keita. Und das habe ich eben gerade schon erklärt, merke ich gerade. Ja, gut, dann brauche ich es ja nicht nochmal erklären. Aber ihr seht ja gerade, wen ich da gerade spiele. Nagatomo und Jonathan. Oder Jonathan. Ein bisschen ungewöhnlich. Das Tolle ist, die sind beide sehr, sehr schnell. Deswegen habe ich gesagt, oh, geht trotzdem. Und es hat auch irgendwie so einigermaßen funktioniert. Und ich werde mal gerade zumindest die Spielerrollen ändern, sodass ich hier Guarin schon mal automatisch als Stützen eingestellt habe. Und auch das passt, genau. Ja, das sieht gut aus. Jetzt bin ich gespannt. Also wenn ich es jetzt nicht schaffe, was ich mir vorstellen kann, weil mein Team echt nicht gut ist. Ihr seht es, ich habe 12.000 Münzen.
ich kann so mir zumindest nochmal das Team hier auch verbessern. Also ich werde, denke ich, wenn ich es nicht schaffe, das Team verbessern, nochmal die Flügelposition neu besetzen mit Cuadrado zum Beispiel oder auch einen Pogba reinstellen. Wir werden schauen. Wir werden schauen, wie es jetzt läuft. Es wäre natürlich fantastisch, wenn es direkt im ersten Versuch klappen würde. Ist natürlich jetzt auch schade, dass ich nicht Messi spiele. Den Team of the Season Messi, den ich gezogen habe. Ja, ehrlich. Ist natürlich schade, dass ich den nicht spiele, aber es geht nicht. Also ich investiere gerade nochmal mehr Zeit und Ressourcen in diese Pokale, weil dann kriege ich noch mehr Free Packs und noch mehr Team of the Season Spieler. Das ist mein Plan. Und dann werdet ihr demnächst natürlich auch Messi am Start sehen in dem Team. Gut. Wir gucken mal. Matti Ekri FC 442 und er hat zwei Team of the Season am Start und Candreva als Inform plus Diego Lopez als Inform. Dann noch Abate. Inzwischen nur noch Silber, war ja die ganze Zeit, die letzten Jahre immer Gold. Jetzt ist er richtig teuer geworden, ist halt einfach übelst schnell. So, und Dumbia ist halt wirklich hier der Man. Und auch Giacchi, muss ich sagen, ist auf jeden Fall zu gebrauchen. Gut. Wir werden mal schauen, dass wir das hier souverän, seriös einfach zu so gewinnen. So, und da seht ihr schon, was Dumbia kann. Jetzt kann er vielleicht auf Nagatomo spielen. Ja, kommt ein bisschen weit, ein bisschen weit. Oh, das ist faul. Ja, pfeift auch. Sehr, sehr gut. Gute Position. In FIFA 15 nicht mehr ganz so stark, aber immer noch gefährlich. Ich bringe die eigentlich immer zu kurz, zu lang, immer irgendwie nicht genau richtig. Probier's mal jetzt. Das könnte klappen. Ja, ja, ja. Da ist Giacchi, aber er setzt sich nicht durch. Aber ich hab den Ball noch. Oh, Abate spielt den sauber raus. So, jetzt zieht Abate durch, ne? Er ist schnell. Der ist richtig, boah, der ist richtig schnell. Nee, also da ist dann immer beim vierten Verteidiger, sagen sie dann auch mal bei FIFA 15, nee, so geht's nicht, Kollege. So, mein Freund, so läuft das nicht. Foul. Pfeift da. Also der Schiedsrichter sieht jede kleine Berührung. Das macht er bis jetzt schön, dass er das auch pfeift. Es sind klare Foulspiele, die mir meine Timings ruinieren, mich beeinträchtigen. Und damit kein Zweifel eigentlich. Habe ich vielleicht noch? Und jetzt hier. Ah, soll eine Schusterschütze-Ballannahme werden. Wurde jetzt eine Flanke aufs Tor. Oder ein langer Ball aufs Tor. Ist nicht aufs Tor gegangen und damit kein Tor. So, Giacchi, sehr schön. Und das ist jetzt eine ganz gute Position, aber Dumbia braucht leider zu lange. Aber Dumbia ist echt eigentlich total der Wahnsinn. Also was der für Reaktionen hat, für Tempo-Dribblings. Ja, also falls ihr noch nicht wusstet, Dumbia ist ein ziemlich guter Spieler. Jetzt nimmt der Gegner kaum am Spiel teil. Das finde ich ganz gut. Aber liegt auch daran, dass ich sehr kontrolliert spiele bis jetzt. Hier müssen wir jetzt mal aufpassen. Wenn wir jetzt hier, guck mal, hier vielleicht so Linien lang. Ah. Wenn ich jetzt da den Ball mit einem Verteidiger verloren hätte, dann hätte das zu einer Katastrophe geführt. So, da sieht man die Stärke von Dumbia. Der ist echt, und das Krasse ist einfach sein Abschluss. Der hat halt irgendwie so einen Finishing-Wert, der ist extrem hoch, dafür, dass er nur ein 82er Stürmer ist. Und dann ist er immer frei durch und er macht ein Tor nach dem anderen. Immer, wenn er frei vom Tor ist, macht er die auch. Das ist immer so geil, das ist mir bei meinem Messi-Pack-Opening-Video aufgefallen. Super häufig habe ich so kurz die Nase hochgezogen und danach... Tut mir leid, ich hoffe, ich schneide es raus. Gerade diese Kombi. Als ob ich da ein bisschen was runtergeschluckt hätte. Okay, also bis jetzt. Boah, ne? Gerade noch so drin gehalten. So, jetzt auf Dumbia. Ja, der Ball ist fein. Boah, guckt euch das mal an. Ja, das war schon richtig krass, ne? Fand ich jetzt wieder, wie es Dumbia gemacht hat. Wie er da den Ball sichert gegen die zwei Leute, obwohl eigentlich die genau auf ihm draufstehen. Ja, damit kannst du mich jetzt nicht so hart flashen. Aber mach weiter. Habe ich. Sehr gut. Jetzt können wir geil kontern. Jetzt laufen wir nämlich gegen die Viererkette an. Und das ist das, was man mit Dumbia haben möchte. Gegen die Viererkette anlaufen. Und jetzt... Oh, ah, das ist... Da hat das Timing leider nicht gestimmt. Bis jetzt macht der Gegner... Hat er kaum Lücken in seiner Verteidigung wirklich drin. Foul.
Ja, es funktioniert. Einfach immer sagen, Foul, und dann pfeift der Schiedsrichter. So kann es weitergehen. Gleich mal im Elfmeter, also im 16er-Raum, sage ich mal hier, Foul. Och, das ist doch... Ist auch Foul, wenn der eine Spieler den Mitspieler umläuft. Wo sie halt auch immer hinlaufen. So Dumbia, das war Wahnsinn, ne? Und jetzt mal so durchchippen. Legt er die Bälle auch vor? Nicht ganz, weil Basadi vorher dran ist. Bis jetzt offensiv, beziehungsweise also seine Defensive, gegen die fällt mir momentan noch nicht ganz so viel ein. Und er, habe ich das Gefühl, wird mich immer mal krass wegpacen. Mit Dumbia oder mit Abate, Kandreva, die sind alle sehr, sehr schnell. Oh, nein, nein, nein. Puh. Warum geht denn der Torhüter da nicht hin? Da muss er jetzt dann nochmal so eingreifen, das ist total unnötig. So, hier lang auf Jonathan. Ich nenne jetzt einfach mal Jonathan. Das ist Brasilianer, ich weiß nicht, ob da so eine englische Aussprache so viel Sinn macht. Jetzt Jonathan wieder frei. In den Rückraum. Jetzt auf Dumbia. Dumbia leider den Ball nicht angenommen. Es sollte eine Schusstäuschung zur Ballannahme werden. Keine Ahnung, was da gerade bei ihm los war. So, nein, schade. Der wäre wichtig gewesen, jetzt zu Cherchi zu bekommen. Aber ich habe ihn, sehr gut. Super wichtig. Ah, auch der wäre gut gewesen, wenn er angekommen wäre. Oh, 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 jetzt kommt der lange Ball auf Dumbia. Aber da steht Konko. Okay. Also hier sieht man seinen Spielstil ganz, ganz stark. Einfach, sobald er den Ball hat, auf dem Außen durchlaufen. Jetzt stehen da aber glücklicherweise meine Verteidiger, um die Flanke abzuwehren. Ein bisschen ungewöhnliche Ballannahme. Mir auch nicht ganz so gefallen. Und ich mach's ganz ruhig. Ja. Nee. Da stimmt das Lauftiming leider nicht, weil Dumbia da nicht losläuft. So, den. Yes. Sehr gut. Ganz klar verdribbelt. Jetzt wird gleich ein Pass in die Spitze kommen. Ja, da ist er. Oh, Icardi, weiß ich nicht, wie schnell der ist. Ist nicht ganz so krass. Aber Basali, sehr schön. Oh, fuck, den macht Dumbia jetzt. Ah, sehr gut. Und es gibt sogar noch nur den Einwurf. Wäre besser der Abschluss gewesen. Da den Einwurf, den mag ich nicht. Man sieht ja, er kann einfach jetzt zulaufen. Und dann habe ich hier ein Riesenproblem, ne? Ja. Glück gehabt. Müssen wir komplett ruhig machen. Und dann einmal den Flankenwechsel. Jo, schon Halbzeitpause, ne? Das war mir klar, weil es tut sich echt nicht so viel. Und jetzt pfeift er. Ja, wie gesagt, er pfeift halt alles. Ich hätte es nochmal schön weiterspielen können und dann hätte ich zumindest das Mittelfeld schon mal überbrückt gehabt. Das macht Chiellini robust, aber auch auf der anderen Seite Chiellini. Nein, hier nicht ganz so gut. Den müssen wir jetzt hier vorher kriegen. Oh, geiler Move. Ey! Boah! Sorry, aber ich weiß danach, was er macht. Und ich verteidige es perfekt, aber ich grätsche, um genau mich da hinzulegen, wo er durchspielt. Ne? Genau da, wo er durchspielt, hinzulegen, weil ich wusste, er wird abbrechen und ablegen. Und dann spielt er die durch die Grätsche durch. Ich wäre ausgetickt, oder ich bin ausgetickt, wenn der reingegangen wäre. Auch wenn der... Oh, Mann! Boah. Das ist aber auch mein Fehler, ich weiß es. Ich muss mich mal kurz konzentrieren. Jetzt habe ich echt wirklich Glück gehabt. Wirklich super, super Glück gehabt. So, fuck. Der Gegner hat viel, viel mehr Schüsse. Wenn es immer noch nicht gepatcht wurde, dann kann ich das Elfmeterschießen, wenn es dazu kommen sollte, gewinnen. Und ich würde es trotzdem das Pack nicht bekommen. Das heißt, ich muss hier auf jeden Fall nach dem aktuellen Stand normal gewinnen. Boah, jetzt bringt er Ibabo. Fuck. Muss ich gewinnen? Oder ich muss dann immer das Spielauto einfach herschenken. Oder ich gewinne es einfach. Was ist denn los? So, Quatsch. Also, dass ich halt wirklich null Schüsse habe, ist echt bemerkenswert. Das könnte jetzt was werden. Leider, der Ball von Cherchi hat man gesehen, unter Druck. Kann er den nicht richtig in die Spitze spielen? Oh, jetzt! Ja? Oh. Ich komme momentan defensiv. Defensiv? Nicht durch. Und dann lasse ich mir so dumm den Ball abnehmen.
Ja, sehr gut. Okay. Jo, wie Babo da rankommt, ne? Krank. So, das muss jetzt diesmal besser klappen. Der Ball ist so einfach eigentlich. Den wollte ich eben schon machen. Also, keine Ahnung, wie der nicht kommen kann. Ich habe gerade mit seinem Pressing ein bisschen zu kämpfen. Geht da immer ganz gut drauf. Wow. Spielt er mich mal ganz schön her, muss ich sagen, echt sagen. Ja. 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 Oh. Ach, ist das ärgerlich. Ich habe aus Versehen, was heißt aus Versehen? Ich habe einen Steilpass eingegeben. Den habe ich bewusst eingegeben. Das war kein Fehler. Ich konzentriere mich mal lieber kurz weiter aufs Spiel, weil es könnte eine gefährliche Situation geben. Oh, ich mach's zu langsam. Ich bin zu spät. Ich bin so ein bisschen nicht konzentriert aufs Spiel. Das merke ich direkt. Ich rede nachher drüber, was da eigentlich los war gerade. Jetzt könntest du mich. Ich bin immer durch und mache dann die falsche Bewegung. Jetzt umschalten. Jo, guck mal, ach, guck mal, komplett frei, der Kollege. Ist halt auch ungefähr 20 Meter am Abseits gestanden. Warte, was soll ich sagen? Ich habe einen Steilpass eingegeben, war danach durch und musste dann, damit ich den Steilpass nicht spiele, abbrechen mit einer Schusstäuschung. Und das hat mir. Oh, Handanovic! Und das hat mir eben gerade das gekostet, dass ich durch war. Boah, ich habe gerade richtig zu kämpfen mit so, wie der Gegner steht. Er steht extrem hoch. Und ich mache gerade sehr, sehr leichte Abspielfehler. Aber hochstehen ist eine gute Sache eigentlich prinzipiell, weil ich dann Raum habe, um zu kombinieren. So, da sieht man nämlich. Da diese einfachen Doppelpässe, die kommen dann, aber gegen Abate. Sehr schön. Und jetzt die Flanke. Ach, das ist doch unmöglich. Wie Abate da noch rankommt und dann auch so, dass es einen Abschluss gibt, das ist natürlich der Knaller. Das wäre richtig ekelhaft gewesen, wenn ich damit jetzt ein Tor geschossen hätte, weil es einfach nur dadurch gegangen wäre, dass Dumya eine absolute Pacehure ist. Hätte ich mich fast ein bisschen geschämt für den Treffer. Fast. Naja, er hat ja auch die absoluten Pacehuren drin. Er wird sich sicherlich dafür nicht schämen. Yes. Super wichtig. Ich hoffe, er schießt ihn jetzt nicht rein. Es gibt auch kein Rot, genau. Hendrewa hat früher in FIFA 14 richtig gute Freistoßwerte gehabt. Das ist der Inform. Das ist der Inform, ja. Der kann es auch, wie man gerade gesehen hat. Das jetzt sein können. Oh, Dumbia, du Assi, ey. Oh, vielen Dank. Bin ich extra nicht draufgegangen, damit er eine schöne Bewegung um mich hinein macht. Hat mir gefallen. Leider Dumbia auch. Da muss da gerade volles Risiko gehen. Es kommt mir gerade irgendwie nicht so wirklich vor wie ein Finale. Weiß auch nicht wieso, weil wir irgendwie beide nicht das schönste FIFA spielen. Aber das ist das FIFA, was in FIFA 15 erfolgreich ist. Boah, ist das ein katastrophaler Fehlpass. Zieht er rein? Genau. Das hat er jetzt immer gemacht. Er spielt nicht die Flanken. Hat er immer dann eine Bewegung nach innen gemacht. Sag mal, Vidal, willst du mich verkackeiern?
Jo. Wow, das Zusammenspiel. Oh. Jetzt kriege ich langsam einen Kollaps. Alter, ich bin schon so, ich hatte jetzt schon so viele Situationen, wo ich so knapp am Gegentreffer vorbeigeschrammt bin. Das ist echt nicht gut. Das ist so ein schlechtes Finale von mir. So ein schlechtes Finale. So, jetzt kontern wir ihn halt richtig hässlich aus. Okay, der Konko geht mal all in, sag ich mal hier ganz klar. Von Adidas gesponsert. Ey, ich schäme mich so. Ich schäme mich so, der Gegner hätte schon 3 Treffer machen müssen. Also wo ich sage, ja, die sind drinne. Die können drinne sein. Wo ich mich echt nicht beschwere. Beschwere war das richtige Wort. Das ist echt nicht gut, was ich spiele. Das ist echt schlecht. Ich stelle mich echt sehr, sehr schlecht auf den gegnerischen Spielstil ein. Ich hatte am Anfang echt ein gutes Gefühl. Foul. Hatte am Anfang ein gutes Gefühl. Aber was? Abpfiff. Okay. Ja, Gegner deutlich mehr Schüsse. Wenn ich jetzt hier ins Elfmeterschießen gehe, muss ich verlieren. Weil ansonsten kriegt er das Pack. Außer, das wird geändert. Da müsste ich echt mal abchecken, wie das jetzt ist. Sieht gut aus. Ja. Ich habe das Gefühl, am Anfang war ich deutlich, die ersten 20 Minuten war ich deutlich besser im Spiel drin. Und danach hat der Gegner hier übernommen. Er geht immer außen durch. Jetzt hat er es auch noch so geschafft. Jetzt hat er es auch noch so geschafft gehabt, dass er den Verteidiger hinter sich lässt. Warte, ist zu schnell, ich kann da nicht vorbei. Ich wollte in den Rückraum, also einmal quer hoch reinspielen. Ich wollte nicht reinflanken. Ach, die beiden, ne? Ja, danke, dass er das sieht. Das ist krass, ey, wie Babo da immer seinen Körper, ja, einsetzt. Oh, ich dachte, das wäre... Also ich merke gerade, dass ich auch Probleme habe mit den Trikots. Oh, jetzt wird's fallen. Jetzt wird's fallen. Ja. Ich kann nichts dagegen sagen. Es ist... Ich stelle mich so schlecht auf den gegnerischen Spielstil ein. Also dieses Finale werde ich so verdient verlieren nach dem aktuellen Zeitpunkt. Kann ich nichts gegen sagen. Ich muss jetzt nochmal schauen. Ich sehe jetzt nicht, dass der Gegner überragend spielt. Er hat einfach mit Ibabo und Dumbia zwei überragende Stürmer vorne drin, die so ekelhaft zu spielen sind. Und ich... kriegt gegen seine Defensive seit ungefähr der 20. Minute nichts mehr hin. Wir kommen nicht die Räume erzeugt. Wie gesagt, ich stelle mich da so schlecht auf den Spielstil ein. Kann ich auch, wie gesagt, nichts gegen sagen. Och, Jungs. Macht da einer mal so einen Tackle, dass ich auch eingebe? Nö, geht ja auch ohne. Sieht man ja. Okay, nicht aufgeben. Nicht aufgeben. Wir haben noch 15 Minuten. Ich brauche 2 Treffer leider. Das ist das Problem. Nicht nur 1 Treffer, 2. So ein schlechtes Spiel. Bin richtig unzufrieden. Aber nicht irgendwie... Ich kann nicht mal was auf die Spieler schieben oder irgendwie sowas. Also was... Wenn ich was gegen... Wenn die Spieler Scheiße machen, dann sage ich das. Das ist halt Kacke von dem Spieler. Aber hier ist echt einfach 80% gerade Versagen von meiner Seite. Ich bin überhaupt nicht drin, ey. 0. 2 Treffer, come on.
Problem ist jetzt, ich muss jetzt auf mindestens ausgeglichen, ja, ich muss offensiv stellen. Ibarbo und Dumbia, viel Spaß dagegen. Und jetzt fängt er jetzt an, hinten rum zu spielen? Nein, macht er nicht. Wenn er jetzt nochmal zurückspielt, dann... Ich hoffe, ja, er fängt an, auf Zeit zu spielen. Es kann sein, wenn ich jetzt richtig... Nee, doch, wenn ich richtig Pech habe... Nee, macht er nicht. Ja. So. Kann sein, dass ich hier jetzt gleich einen Cut mache. Weil, das möchte ich euch nicht zeigen, solches unglaublich unsportliches Verhalten gerade vom Gegner. Ist richtig, richtig unsportlich. Ich reg mich aber darüber nicht auf, weil ich vor allem jetzt gerade an meine Leistung denke. Aber ich glaube, dazu brauche ich nichts zu sagen. Dazu brauche ich gar nichts zu sagen. Ich werde nochmal auf totaler Angriff stellen und auf hoher Druck plus Pressing. Vor allem, also das ist wirklich krass. Das ist somit das Krasseste, was ich jemals in diese Richtung gesehen habe. Er stellt mich vor die Fünferkette ein. Stellt eine Fünferkette ein. Spielt dann nur noch hintenrum auf Zeit. Das ist echt somit das Mieseste, was ich jemals gesehen habe. Ich werde es jetzt hier cutten. Jo, Spiel ist vorbei. Ich sag dazu nichts. Wie gesagt, ich bin vor allem unzufrieden mit meiner Leistung. Aber das ist richtig widerlich, was der Gegner gerade gemacht hat. Da bin ich irgendwie traurig, wie, jetzt werde ich philosophisch. Da bin ich wirklich traurig, zu was für Mitteln teilweise Menschen greifen, um so ein 50.000er Pack zu gewinnen. Wie niedrig da einfach die Werte bei dem Gegenüber irgendwo angesetzt sind, dass man zu solchen Mitteln greift. Warum spielt man nicht einfach das sportlich zu Ende? Warum? Richtig. Guck mal, und ich habe sogar, obwohl ich gerade in der zweiten Halbzeit der Verlängerung nicht mal einmal den Ball hatte, 52% Ballbesitz. Naja, egal. Die Niederlage, wie gesagt, geht vor allem erstmal auf mich, weil ich die ersten 105 Minuten einfach extrem schlecht gespielt habe. Deswegen kann ich dagegen nichts sagen. Und... Ja, ich werde dann in der nächsten, entweder gibt es zwei Optionen, ich werde in der nächsten Folge entweder das Ligue 1 Finale spielen oder die Serie A. Es kann sein, ich denke, es wird eher die Ligue 1 sein, weil ich mich jetzt bei der Serie A neu voranspielen muss. Und da werde ich aber jetzt vorher wahrscheinlich noch ein Spiel machen, das heißt so, damit ihr eine Ahnung habt, damit das Ligue 1 Team wieder bei 99 Fitness ist. Und ja, entweder... je nachdem, wie es jetzt bei der Ligue 1 läuft, ob ich da im direkten Wertungsversuch schaffe, werde ich so machen, dass ihr jetzt noch mehr Pokalfinals seht. Oder es wird dann so sein wie bei der Folge, wo ich die Packs von Messi, oder wo ich das Pack aufgemacht habe, wo ich Messi gezogen habe, dass ich euch einfach nur noch die Packs zeige und nicht mehr, wie ich die Finalspiele gewonnen habe, weil irgendwann wird es dann natürlich immer zu viel. Dann gewinne ich lieber auch das Turnier an sich, anstatt jedes Mal im Finale zu scheitern, weil ich da halt auch immer nebenbei kommentieren muss. Also das wäre zum Beispiel ein Gegner gewesen, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass ich ihn platt gemacht hätte, wenn ich nicht nebenbei kommentiert hätte, weil ich einfach gedanklich immer einen Schritt zu weit hinten war, und das liegt daran, dass ich nebenbei rede. Dass er dann auch noch so ein richtiger Spacko ist, der ab der zweiten Verlängerungspause, Halbzeit, nur noch auf Zeit spielt, das kommt natürlich noch als Kirsche obendrauf, zu einer schlechten Leistung von einem selber. Aber hier habe ich nicht das Problem mit, weil ich einfach das Spiel nicht verdient gewonnen hätte. Von daher, drauf geschissen. Ist einfach ein mega Spasti. Das ist aber... steht nicht im Zusammenhang mit meiner Leistung. Dann, wie gesagt, nächste Folge wird es das Ligue 1 Finale geben. Ich hoffe, da läuft es einigermaßen besser, und wir müssen nicht gegen irgendwelche Leute antreten, die so wirklich niedrige Subjekte... Subjekte
Genau, so ein richtiges niederwertiges Subjekt ist, die so auf Zeit spielt. Keine Ahnung, ich habe sowas nicht nötig. Ich hoffe, ihr habt sowas auch nicht nötig. Also sowas möchte ich von keinem von euch sehen. Ich bitte drum. Gut, aber ich rede mich nicht drüber auf, da wird derjenige sich noch drüber freuen. Damit sind wir am Ende. Nächstes Spiel, nächste Folge, Ligue 1 Finale. Ich hoffe, da läuft's besser, ihr seid dabei. Haltet euren Kasten sauber, euer Tess. Come on! Komm on, tu es. Ja, ja, komm schon her mit dem Scheiß. Das ist... Komm, 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 komm. Ja! Ja! Messi, Alter!